Auf Schuldenberater Peter Zwegert wartet auch heute wieder ein harter Fall. Peter Zwegert geht es dabei nicht um den Profit. Peter Zwegert will einfach nur ins Fernsehen. Peter Zwegert ist heute in seiner Heimatstadt Berlin unterwegs. Gerade hier in der Bundeshauptstadt tappen immer mehr Familien in die Schuldenfalle. Guten Tag, Peter Zwegert aus Berlin. Frau Zwegert, Sie und Ihr Mann haben Geldprobleme. Deshalb bin ich hier, richtig? Ja, Peter, ich habe dich herbestellt, weil wir dringend miteinander reden müssen. Du bist ja nur noch unterwegs für dein scheiß Unterschichtenfernsehen. Ja. Peter Zwegert ist zu Besuch bei Frau Zwegert. Der Frau eines professionellen Schuldenberaters aus Berlin will Peter Zwegert helfen, die finanziellen Probleme des Zwei-Personen-Haushalts zu lösen. Sehr lecker, Ihr Kaffee. Weißt du, wie lange wir schon nicht mehr Kaffee miteinander getrunken haben? Von Sex will ich gar nicht erst reden. Frau Zwegert, Ihr Sexleben ist jetzt nicht mein Thema. Ihre Finanzen. Geben Sie mir doch mal Ihre Unterlagen. Vertrauen ist sehr wichtig. Wenn der Klient kein Vertrauen zu mir hat oder ich nicht zu ihm, dann funktioniert das alles nicht. Frau Zwegert war anfänglich etwas sperrig, aber so langsam taut sie auf. Ich glaube, dass sie kooperieren wird. Peter Zwegert hat die finanzielle Situation der Zwegerts durchleuchtet. Sein Lösungsansatz könnte für Frau Zwegert den Weg in eine bessere Zukunft bedeuten. Peter, jetzt hör endlich auf, mit mir zu reden, als wäre ich einer von deinen Kunden, die sich immer wundern, dass sie sich von Hartz IV keine Yacht leisten können. Kein Grund, jetzt pampig zu werden, Frau Zwegert. Ich will ja nur helfen, ja? Aber Sie müssen mich auch lassen. Ich erlebe das sehr oft bei Menschen, die finanziell unter Druck geraten sind. Die wirtschaftliche Notsituation schlägt um in Aggression demjenigen gegenüber, der die Fakten offen auf den Tisch legt. Also mir gegenüber. Sozusagen. Hier, 1700 Euro für die Rechtsanwaltskanzlei Wollensack und Ranz. Was hat es damit auf sich? Peter, du kapierst es nicht, oder? Ich lass mich scheiden. Das können Sie natürlich machen, Frau Zwegert. Aber dann werden Sie mit leeren Händen dastehen. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Ihr Mann einen wasserdichten Ehevertrag hat. Tja, da kann man nichts machen. Frau Zwegert, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, machen wir Folgendes. Sie verzichten auf die Scheidung und den damit verbundenen Absturz ins finanzielle Nichts. Und Sie geben sich einen Ruck und bitten Ihren Mann um Entschuldigung. Nein, das werde ich nicht tun. Du spinnst doch. Tja. Frau Zwegert, also ganz ehrlich gesagt, wenn Sie sich nicht kooperativ verhalten, dann sehe ich schwarz für Sie. Also? Es tut mir leid. Was? Es tut mir leid. Versprochen? Versprochen. Na also, geht doch. So, Frau Zwegert, ich muss dann jetzt auch mal wieder. Auf Wiedersehen, alles Gute. Heute Abend hätte ich gern Rouladen.